Ich frage jetzt einfach mal ins Publikum, wer hat denn Karten für den Daniel? Ist ja, glaube ich, schon heute ja schon voll, was ich gehört habe. Ja, ich habe noch 2 Karten übrig. So. Und jetzt frage ich einfach mal, wer möchte heute Abend auf Daniel Kühlberg-Konzert? Du möchtest auf Daniel Kühlberg-Konzert? Komm mal bitte zu mir. Wie heißt du denn? Die Katrin? Ja. Bist die? Katrin. Katrin, komm mal zu uns hier rauf. Hast du es hingekriegt, Daniel? Das ist hier... Ich dachte ja, dass du hier der Profi bist. Ja, ich kann kochen. Ja, irgendwie funktioniert das. Katrin, du möchtest auf Daniel Kühlberg-Konzert? Ja. Okay. Eine Frage, in welcher Staffel von Deutschland sucht den Superstar wurde Daniel der Dritte? In der ersten Staffel. In der ersten Staffel. Du hast... Der schrie da. Dein Freund, will der auch mit auf Daniel Kühlberg-Konzert? Okay, heute Abend dürft ihr beide im Terminal Tango zum Daniel Kühlberg-Konzert. Wir haben 2 Plätze für euch reserviert. Karten kriegt ihr nachher. Willst du dem Daniel auch mal Hallo sagen? So ganz nah auf der Bühne passiert das nicht oft. Ich bin ja hier etwas beschäftigt, irgendwie will das zeigen. Daniel Kapp, aber es ist gar nicht schlimm, Daniel, weil wir müssen jetzt 45 Minuten rumkriegen. Wir dürfen 45 Minuten rumkriegen. Aber irgendwie, die Leute wollen ja auch sehen, wie der Nudelsalat aussieht zum Schluss. Das Problem, gebe ich dir jetzt ganz ehrlich zu, und das ist die Geschichte von Crazy Cooking, ist... Hast du schon was vorgekocht? Ich habe Gott sei Dank was vorgekocht, weil ich nämlich gerade den Kühlschrank aufgemacht habe und mein Hochstart nichts in den Kühlschrank gelegt hat. Sehr klein, aber schüchtern auch, ne? Komm, wir sind auch nicht viel größer. Ja, das stimmt. Aber wir sind nicht schüchtern. Ja, freut mich. Ich geh mal zum Kühlschrank schnell kurz. Guck einfach mal in den Kühlschrank. Kriegen wir denn hier mindestens irgendwie was zu trinken, wenn wir hier nichts zu essen kriegen? So, ja Daniel, Sie haben die Eier mitgebracht. Aber da sind ja auch keine vorgekochten Nudeln. Ich habe alles selber persönlich eingekauft. Guck mal, wir haben Creme Fina da. Wir haben hart gekochte Eier. 6 kommen in deine Rezepte rein, oder? 6, genau. 6 Eier. Genau. Wir erklären euch jetzt einfach mal das Rezept. Ihr Hochstapler hier! Ihr wolltet... Das kann man ja auch nicht sagen. Nein. Wir kochen jetzt die Nudeln. Wir kochen, machen die Zwiebeln. Und wir zeigen euch, wie der Nudelsalat vorbereitet aussieht. Ich stand gestern Abend Gott sei Dank in der Küche und das war hier wahrhaftig nicht geplant. Kocht so, also er wird warm, er wird heiß. Er wird heiß. So. Aber so. So, aber jetzt kurz zurück zu deinem Konzert. Jazz machst du mittlerweile? Genau, ich mache mittlerweile Jazz, das ist ja was komplett anderes, kennt man vielleicht auch nicht so. In der Vergangenheit habe ich ja Pop gemacht, aber sehr erfolgreich. Wir spielen in sehr vielen ausverkauften Sälen in Deutschland, das freut mich natürlich sehr. Ich fand es so genial, wir hatten gerade mal die Werbung online und es war die Hälfte verkauft. Und 3 Tage später war der Rest verkauft. Ja, das stimmt. Ich muss das mal als Löffel benutzen zum Umrühren. Du rührst um. Weil hier gibt es nichts. Haben wir denn was zu trinken mittlerweile hier? Ich frage einfach weiterhin. Gibt es hier irgendwie Prosecco für den Daniel und mich? Weil sonst ertragen wir das hier nicht. Ihr seid wirklich das fantastische Publikum, was ich mir vorstellen kann. Aber der Rest, ja. So. Jetzt kriegen wir auch noch Gläser, bitte. Da sind schon Gläser. Das aber ihr werdet zum Schluss sehen, wie toll das aussieht. Das guck mal, Daniel, jetzt kriegen wir endlich. Wenn das fertig ist. Ja, der sieht wirklich. Er schmeckt fantastisch. So, jetzt gibt es erstmal dieses Proseccochen. Es ist aber gar kein Prosecco, es ist ein Gay-Secco, hat man mir gesagt. Kennst du Gay-Secco, Daniel? Also Gays, Gay Prosecco, Gay-Secco. Das hört sich ja spannend an. Von Gay-Wein. Oh. Einer unserer Aussteller hier auf der Gelbenschen 2010. Muss ich überlegen, ob der anders schmeckt. Schön, dass du da bist. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Oh, jetzt finde ich dich aber... Irgendwie siehst du jetzt noch geiler aus, doch. Ja, mein danke, Lieber. Du bist so lieb. Schmeckt der jetzt schwul oder nicht? Der schmeckt gut. Der schmeckt gut. Ja. Ja, definitiv. Ich muss aber gerade mal kurz da nach hinten schauen. Es kocht schon.
Es kocht schon, das geht ganz schnell. Auf diesen Induktionsherd und mit dem Tupperwaren-Tüpfen geht das einfach ganz fantastisch. Aber ich schaue gerade an der Wir müssen ja erstmal jetzt die Eier hier mal aufbrechen. Ja, der Eierschneider ist auch nicht da, weil Tupperware hat uns den Eierschneider nicht gemacht. Vielleicht bringt Tupperware uns ja noch einen Eierschneider. Die liebe Tupperwaren-Beraterin, ist die noch da? Anke! Wo? Ja, wo ist denn der Eierschneider? Ja, wir suchen noch den Eierschneider. Aber ich sehe da hinten gerade eine liebe, liebe Kollegin von uns beiden. Steffi, bist du da? Komm noch mal ganz kurz her. Bitte. Kennst du Steffi eigentlich? Ja, ich habe sie vorhin schon hier getroffen, natürlich. Ich stand aber noch nicht auf der Bühne, oder? Endlich, endlich, Daniel, endlich. Nein, Steffi stand nämlich vorhin bei mir in der Garderobe. Ich habe Gott sei Dank netterweise von dieser Veranstaltung eine eigene Garderobe gekriegt und sagte ihnen, Daniel, möchte ich unbedingt mal kennenlernen. Das war ein Wunsch, also ein ganz großer Wunsch von mir. So, wir und ich habe keine Eier. Wir schauen einfach mal, wie Daniel die Eier schneidet. Bist du immer zu Eiern so liebevoll? Ich mache das schon mit sehr viel Gefühl, auf jeden Fall. So soll es sein. So, nehmen wir das einfach als Mülleimer. Das ist ja crazy cookie. Magst du uns helfen beim Schälen der Eier? Magst du auch einen Gay-Sekko haben? Ich weiß nicht, ob es auch einen Lesben-Sekko gibt. Ich weiß nicht, frag doch mal. Ja, gibt es auch einen Lesben-Sekko? Vielleicht frag doch mal die Mädels da unten. Habt ihr einen Lesben-Sekko in der Hand? So, Daniel. Und da reden wir von Gleichberechtigung hier, doch. Ja, zwei Frauen auf der Bühne. Ein Kerl, oder? Wir machen jetzt einfach mal alle Eier. So, jetzt. Wir machen mal alle Eier, wir spielen mit den Eiern. Aber jetzt kommen wir mal drauf, was ist denn in deinem Nudelsalat drin? Ich hab mir überlegt, was ist das speziell Fränkische an deinem Nudelsalat? Das bin ich. Ich komme voll aus Franken. Ihr seid beide ja. Franken, oder? Ach, das wusste ich gar nicht. Doch, echt. Ich komme aus Würzburg. Niederbayer bin ich. Okay, das zählt nämlich gar nicht. Ich hab's mir gedacht. Ich denke mir, wo liegt Eggenfelden? Aber ich habe ja 3 Jahre in Nürnberg gelebt. Okay, das zählt. Das darf zählt. Ich auch. Das zählt. Es ist diese Nürnberg-Grenze, oder? Ja. So, als Hamburgerin ist das sehr schwer. Nürnberg, Franken, da irgendwo die Grenze, oder? Kurz weggehen. Ja, ich gehe weg, der Daniel kocht. Ich unterhalte mich einfach dann mal in der Zeit mit dem Publikum. Ja, Daniel übt noch. Hast du schon mal einen fränkischen Nudelsalat vom Daniel probiert? Ich habe vom Daniel selber noch nicht, aber selber gemacht schon. Nach dem Rezept von Daniel. Nach dem Rezept von Daniel. Und er schmeckt? Ganz lecker. Gut. Geschmeckt. Der ganzen Familie hat er geschmeckt. So soll es sein. Das Problem an der Geschichte ist, wir haben den schon mal vorbereitet, weil die Produkte nicht im Kühlschrank waren. Ich hoffe, er schmeckt ja nachher auch noch. Wir probieren das einfach mal aus. Kriegt ihr das mit dem Eierschälen dahin, da oben? Ja, sie beschmeißt mich mit Eiern. Das passiert mir normalerweise nur auf der Bühne. Vor der Bühne ist mir das noch nie passiert. Das ist mal was vollkommen Neues. So, haben wir denn für die Steffi auch noch ein leckeres Glas Gaywein? Klappt es mit dem Nudelnkochen? Bist du mit dem Herd zufrieden? Also es ist alles nach Plan jetzt hier. Die Nudeln sehen schon super aus. Ich denke, das wird ganz toll. Ja. Gott sei Dank habe ich sie nicht verbrennen lassen. Ja, das ist echt crazy cooking hier. Ihr beide heute Abend im Konzert auf der Bühne. Steffi, was gibt es bei dir beim Warm-up? Ja, wir lassen uns warm werden. Erst mit mir. Also